Was ist? Entschuldigen Sie, aber ich habe keine andere Wahl. Ich muss für ein paar Tage... Man will mich umbringen, Herr König. Dass ich noch lebe, verdanke ich nur der Tatsache, dass der Mordanschlag auf einer häufig frequentierten Toilette stattgefunden hat. Jetzt aber... Sie glauben mir nicht. Dann was ist das da auf meinem Kopf? Da, so groß wie einer von Schobers Königsberger Klopsen. Voll auf die Kloschüssel. Herr Gierke, es ist 4 Uhr früh. Ich kann nicht nach Hause, Herr König. Sonst bin ich ein toter Mann. 10 Minuten und keine Sekunde länger. Danke. Aber wer an Ihrer Geschichte ist nichts dran? Da wird nämlich Ihr Königsberger Klops zu einer Dampfnudel anschwellen. Erstmal brauche ich einen Schnaps. Sonst noch was? Also ich wollte den... Setzen Sie sich. Also, jetzt noch mal von vorn. Sie haben auf der Toilette gesessen, hm? Wie? Nein, ich wollte den Film wechseln. Heute war doch der Feuerwehrball mit Tombola und Tralala und Pipapo. Wo waren Sie überhaupt? Ihre ganze ehemalige Truppe war da. Frau Dorn, Röttel. Schober hat sogar auf seine Tröte gespielt. Und der Kommissar Hübner, der war auch völlig... da? Ja. Du kannst sagen, die gesamte Kripo war da, als man ihnen die Kloschüssel über den Schädel gehauen hat. Und Sie haben die Stirn, mich aus dem Ruhestand und aus dem Bett zu holen? Herr Hübner war doch voll wie eine Natter. Ich habe ihn angefleht, mich unter Polizeischutz zu stellen. Und wissen Sie, was er gesagt hat? Polizeischutz. Gierke, kommen Sie zu sich. Die wollen mich alle machen, Herr König. Ihren ganzen Chemiemüll lassen die von der F&S in die Regnitz. In den Fässern, die angeblich zur Entsorgung gehen, ist nur Wasser. Die Ferkel schippern sie einfach nur hin und her, damit es gut aussieht. Da, ich hab's schwarz auf weiß. Das heißt natürlich in Color. Der halbe Film ist voll davon. Habe ich morgens geschossen. Deshalb musste ich ja wechseln. Setzen Sie sich. Warum klaut er mir denn dann die Kamera, Herr König? Der Zosch hat mich erwischt, als ich wieder beim Zaun bin. Die Kamera ist weg? Ja. Ich bin ein toter Mann, Herr König. Wenn Sie mir nicht helfen, dann... Setzen Sie sich. Oder Sie können sich jetzt schon überlegen, was Sie in Ihrer Rede an meinem offenen Grab alles Nettes über mich sagen werden. Mir kommen gleich die Tränen. Setzen Sie sich. Vielleicht hilft Ihnen das. Vorsicht. Danke. Auf dem Sofa liegt eine Decke. Schlafen Sie erst mal. Aber ziehen Sie die Schuhe aus, ja? Wofür halten Sie mich? Tut mir leid. Aber entweder haben Sie einen falschen Ei gelegt, oder Sie haben vergessen, die Kappen vom Objektiv runter zu tun. Ja, was macht das? Nichts. Der Kunde ist bei uns, König. Danke. Vielleicht beehren Sie uns ja beim nächsten Mal wieder. Hier ein Abzug. 9x13, 10x15, 13x18. 9x13 genügt. In einer Stunde steht er draußen. Genau. Bei uns ist der Kunde König. Darf ich um den werten Norman bitten? König. Richtig. Der Kunde ist bei uns König, aber wie heißen Sie? Müller. Und zu Hause bei ihm meldet sich auch niemand. Jetzt ist es fast 10 und in 2 Stunden will Dr. Böller die 150 Zeilen über den Chemieskandal gefaxt haben. Deswegen rufe ich ja an. Ich kann den Report nirgends finden. Ja, das habe ich natürlich zuallererst gemacht. Er hat den Zugriff im Computer mit einem Codewort geschützt. Sie kennen doch Herrn Gierke. Der wittert doch hinter jedem Baum die Konkurrenz oder die Cosa Nostra. Gut. In einer Stunde? Mache ich. Bis später. Falls Sie Herrn Gierke sprechen wollen, Herr König, der ist im Moment nicht da und ich... Cosa Nostra. Warum probieren Sie es nicht mal mit dem Codewort Cosa Nostra? Na los, Frau Wirz. Haben Sie etwa auch was mit diesem Fall zu tun? Noch nicht, aber was nicht ist, kann ja noch werden. Also, Cosa Nostra. Nun machen Sie schon. Das geht nicht, Herr König. Das kann ich nicht und darf ich nicht ohne ausdrückliche Genehmigung von Horst. Ich meine von Herrn Gierke. Und der... Frau Wirz, warum glauben Sie, dass ich hier bin? Sie wissen, wo er ist. Das habe ich nicht gesagt. Ich muss wissen, wo er ist, Herr König. Frau Wirz, Ihr Horst hat Angst, dass ihn einer umbringt. Und wenn ich ihm helfen soll, dann brauche ich alle Unterlagen seiner Ermittlungen bei der F&S Chemie. Wenn Sie mir sagen, wo er ist. Und sagen Sie ihm, er soll mich anrufen. Und die Hauptredaktion auch. Fränkischer Tag, Lokalredaktion Bamberg. Horst. Na
endlich, wo bist du denn? Nicht so laut. Es muss ja nicht gleich ganz Bamberg wissen, dass ich noch lebe. Was ist denn passiert? Dr. Wöller... Dr. Wöller interessiert mich im Augenblick einen feuchten Kehricht. Man hat versucht, mich unter Druck zu setzen, Renate. Also hör wohl zu. Wer? Wann? Gestern Abend beim Feuerwehrball. Zosche. Ach, nee. Ich dachte, der König hat das erfunden, um an deinen Computer ran... Der König? War der etwa schon da? Ja, eben. Aber ich habe ihm natürlich deinen Bericht nicht gegeben. Renate. Ohne deine ausdrückliche Genehmigung darf keiner, hast du selber gesagt. Ja, aber doch nicht der König. Und wo ich ihm doch das Codewort... Renate. Woher soll ich denn das wissen? Hätte ja sein können, dass es dich beschattet oder so. Normalerweise schon. Aber das ist Alarmstufe 1, Renate. Also lass die 150 Zeilen ausdrucken und sorg dafür, dass der König sie kriegt, klar? Okay. Und wo kann ich dich erreichen, notfalls? Es ist besser, du weißt von nichts. Ich melde mich wieder. Und was soll ich Dr. Wöller sagen? Mit schwarze Schafe, weiße Westen ist nichts. Wenn er das druckt, dann soll er mir gleich auch eine halbe Seite bei den Todesanzeigen reservieren. Sag mal, wo warst denn du gestern Abend? Der Herr Kommissar will nicht gestört werden. Das ist mir sowas von wurscht. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Leise, er ist heute nicht gut beieinander. Ich auch nicht. Hausverbot? Oder wie? Ja, wo sind wir denn? 40 Jahre war ich gut genug für diesen Laden. Und jetzt? Ach, Hannes, verstehst du denn überhaupt keinen Spaß? Nein, vor allem nicht heute Morgen. Wassergenuss am frühen Morgen lässt auf Alkoholgenuss am späten Abend schließen. Ich brauche Ihre Hilfe, Hübner. Ich weiß, Sie sind momentan nicht ganz momentan, wie unser Herr Kneipenwirt in solchen Situationen zu scherzen pflegt. Aber leider kann ich auf Ihren Zustand keine Rücksicht nehmen, weil, wie soll ich sagen, weil meine Existenz auf dem Spiel steht. Deswegen? Nein. Es ist zwar eine ungeheure Geschmacklosigkeit, die Sie sich da ausgedacht haben, aber nein. Gierke, er ist bei mir eingezogen, weil Sie sich offenbar weigern, ihm Polizeischutz zu geben. Bei Ihnen? Er wohnt bei Ihnen? Sie finden das lustig. Ich nicht. Ich kann nicht mal mit einer Frau unter einem Dach leben, geschweige denn mit einem Stinkstiefel wie Gierke. Nicht mal im Bett zieht er seine Turnschuhe aus. Nein, nein, Hübner, Sie raffen jetzt Ihre letzten Reserven zusammen und helfen mir. Gierke glaubt, einer Zosche vom Werkschutz der FNS-Chemie will den Mund tot machen. Auf geht's! In einer halben Stunde können wir die Abzüge von dem Film abholen, den Gierke auf dem Ball verschossen hat. Fotos? Ja. Ja klar, der Gierke hat er die ganze Zeit fotografiert. Sagen Sie, wissen Sie zufällig aber auch mich? Sicher. Sowas lässt sich der Gierke doch nicht entgehen. Kommissar Hübner im Vollrausch. Ach, das ist mir doch egal. Dann hätte ich wenigstens ein Foto von der Wahnsinnsfrau, mit der ich getanzt habe. Wahnsinnsfrau? Ein Traum, Herr König. Hübsch, gescheit und eine Figur. Hm. Ja, jedenfalls, ich war schon total weggetreten, als sie mich aufgefordert hat. Dann habe ich vergessen zu fragen, wie sie heißt und wo sie wohnt. Oder vielleicht hat sie es mir ja auch gesagt. Und ich habe einen totalen Blackout. Pardon? Ich bin im Fall Gierke unterwegs. Sagen Sie, hat vielleicht eine Dame für mich angerufen? Oh nein, tut mir leid. Ja, ich habe überall rumtelefoniert, aber niemand kennt das Mädchen, mit dem Sie gestern Abend getanzt haben. Das ist richtig gespenstisch. Fast wie bei Cinderella. Wenn sie wenigstens ihren Schuh verloren hätte. Guten Achtel Franken und Stamm Max mit Bratkartoffeln. Heute ist Freitag, Strander Max ist Donnerstag. Und guten Tag heißt das erstmal, wie sich das gehört. Wir sind ja nicht irgendein Bumslokal am Bahnhof. Herr Schober, ich hätte gern ein Wasser und zwei saure Gurken. Oder haben Sie vielleicht einen Rollmops auf Lager? Aha, Sie sind momentan nicht ganz momentan. Sehr witzig, Herr Schober. Erinnern Sie mich bei Gelegenheit dran, dass ich drüber lache. Alle sind Sie drauf, nur meine Cinderella nicht. Da der Herr Schober in voller Wix als Posaunenengel. Trompeten. Ist denn das zu fassen? Allmählich kommt mir der Verdacht, dass ich das alles nur geträumt habe mit der Kleinen. Sind das Ihre Fotos? Könnte ich da einen Abzug haben? Kennen Sie vielleicht das Mädchen?
mit der ich gestern Abend getanzt habe. Jetzt vergessen Sie mal Ihr liebes Leben, Hübner. Da, der Girger hat recht. Was dann die Regnitz läuft, sieht aus wie die Ochsenschwanzsuppe vom Schober. Wie, wo? Also das ist eine Frechheit. Ja, aber das weiß doch jeder hier. Wenn wir hinkommen, dann läuft nur Brauchwasser raus. Langsam, ja? Wo bleibt denn das Essen? Ich habe Ihnen noch gesagt, heute ist nicht Donnerstag. Dann bringen Sie mir halt einen Freitag. Ja, und meinen Rollmops und die sauren Gurken. Also an manchen Tagen fragt man sich, warum man überhaupt aufgestanden ist. Wer ist denn der da? Ein Rollmops, ein Fischfilet. Schober, kann ich mal Ihren Block haben? Moment, bitte. Und den Kuli. Bitte. Ja? Moment. So, jetzt bin ich wieder da. Ja, ja, also. Ja, und Altenburg direkt. Fischfilet. Ja. Ja, ja, ich sehe euch nicht. Ja. Fisch. Was isst man nicht alles, nur weil Freitag ist? Ja. Dabei gehen Sie nicht mehr in die Kirche sonntags. Da bin ich blöd. Sonntags mache ich den meisten Umsatz. Hier, da bin ich auch drauf. Bei meinem Solo. So was am Geschäft wird leider nichts. Ich muss weg. Ein Unfall, der aussieht, als wäre nicht alles mit rechten Dingen zugegangen. Werner Gellert. Was? Der Werner? Tja, es sieht so aus, als wäre er gestern Nacht vom Heimweg von dem Ball im Vollrausch von der Kurve abgekommen. Ach, der trinkt doch keinen Tropfen. Der ist Antialkoholiker. Eben. Moment! Axel. Und was ist mit Zahlen? Sie dürfen das Foto behalten. Also an manchen Tagen. Bitte, Herr König, ja? Dienst ist Dienst und Schnaps ist Schnaps. Und das ist ernst jetzt. Und ich habe wirklich keine Lust und keine Zeit, hinter Girkes Kamera herzulaufen. Sie setzen mich bei Girkes Redaktion ab und sagen seiner Sekretärin, dass die Sache offiziell ist. Nur 3 Minuten, Axel. Am Unfallort haben die Kollegen sowieso schon alle Spuren niedergetrampelt. Und ich muss den Girke loswerden. Ich kann ihn natürlich auch bei Ihnen einquartieren. Was? Bei mir? Dann möchte ich Sie aber mal sehen. Ja, wie komme ich denn dazu, sagen Sie mal? Ja, und was ist, wenn er recht hat? Und die wirklich ernst machen? Ist ein Wunder, dass es noch keiner getan hat. So wie der jeden nervt. So gut, Herr König. 3 Minuten. Also, überlegen Sie sich, Herr Hoffmann. Ich rufe Sie wieder an, sobald ich rausgekriegt habe, wo Girke sich verkrochen hat. In der Zwischenzeit besorgen Sie das Geld. Wie heißt es doch gleich? In kleinen Scheinen. So, da bin ich wieder vorwärts. Zeigen Sie da vorwärts Ihren Dienstausweis, Herr Kommissar. Auf dem Foto sehen Sie aber besser aus. Da habe ich auch keine Kopfschmerzen. Den Artikel bitte vorwärts. Und alles, was es sonst noch gibt von der F&S Chemie. Es ist wichtiges Beweismaterial. Herr König will mir einfach nicht glauben, dass es keinen Artikel gibt. Frau Wörz. Codewort Cosa Nostra. Was? Cosa Nostra? Ja, mein Gott. Der Girke liebt es eben dramatisch. Unter dem Code ist nichts gespeichert. Ich kriege nur Error. Bitte, überzeugen Sie sich. Blödsinn. Girke muss es doch wissen. Er hat mir hoch und heilig bitte, versprochen. Nichts. Tja, dann. Das ist doch was Oberfall, Frau Wirt. Am besten Sie knöpfen sich den Herrn Lokalreporter noch mal vor. Vielleicht hat er ja den Code verwechselt. Probieren Sie es doch mal mit Al Capone oder KGB. Hm? Oder Mata Hari. Was sehen Sie mich denn so an? Horst ist selber schuld. Er will ja unbedingt Star-Reporter werden. Kaninchenverein, goldene Hochzeit, das ist unter seiner Würde. Watergate. Unter dem macht das nicht. Watergate? Sie meinen wohl die F&S-Chemie. Es weiß doch jeder, dass die Dreck am Stecken haben und keiner sagt was. Aber er. 50.000 hat ihm der Hoffmann geboten, wenn er den Mund hält. 50.000. Da wäre er endlich seine Schulden los. Und vielleicht will auch irgendwas übrig bleiben, um eine Fahrkarte zu kaufen. Irgendwohin nur raus. Raus aus diesem Provinzmuff. Aber nein. Star-Reporter Girke muss es mit der gesamten lokalen Industrie aufnehmen. Den Großkopferten mit und ohne Talar. Allein gegen die Mafia. Eine Frage. Haben Sie was mit Girke? Ich? Mit dem? Wie kommen Sie denn darauf? Naja, so wie Sie redet eine Frau über einen Mann doch nur, wenn sie ihn liebt oder nicht ausstehen kann. Aber bei Girke scheint das egal zu sein. Fränkischer Tagwirt. Ach, Horst.
Hat der König das Belastungsmaterial? Nein, unter deinem Codewort ist nichts. Was? Cosa Nostra, da muss es sein. 150 Zeilen plus alle Adressen der Kontaktleute und Scheinfirmen. Renate, mach mich nicht wahnsinnig. Wer macht mir wen wahnsinnig? Wenn du mir nicht glaubst, dann versuch's doch selber. Ist ja gut, ist ja gut. Hallo? Ja, ich überlege. Was war denn das? Horst? Nichts. Ich melde mich wieder. So, jetzt reicht's mir. Und sag nicht, ich hätte dich nicht gewarnt. Jedenfalls stinkt der ganze Wagen nach dem billigen Dresdner Schnaps, dem wir alle unser Kopfweh verdanken. Ach, die auch? Ja. Ist ein Wunder, dass der Wagen nicht explodiert ist. Bei dem Fusel genügt ein Funke. Dann überlasse ich Ihnen das Feld. Herr Doktor? Ja? Werner Gellert, der war doch Antialkoholiker. Das glaube ich erst, wenn ich seine Leber gesehen habe. Wann wird das sein? Fragen Sie mir was Leichteres. Herr Kommissar? Ja. Ich würde sagen, die gleiche Größe wie bei meiner Frau. Nur würde ich das nie tragen. So hübsch, ja? Rot wie die Feuerwehr. Los, rüber. Ja, die Kickballen, wenn geht's. Moment, Moment, stopp. Moment, stopp. Moment, stopp. Moment, stopp. Ich würde gerne ein paar Takte mit einem Herrn von der Geschäftsleitung reden, aber das sieht ja hier beinahe aus wie im Gefängnis. Sie sind der König, stimmt's? Und Sie sind hier der Obersheriff, Herr Zosche? Ich bin zuständig für die betriebliche Sicherheit. Was dagegen? Nee, mich interessiert vielmehr Ihre Freizeitbeschäftigung bei der Freiwilligen Feuerwehr. Sie waren gestern auf dem Ball. Und? Könnte es sein, dass Sie das Angenehme mit dem Nützlichen verbunden haben und einem gewissen Herrn Girke auf die Toilette gefolgt sind? Zum Beispiel, um ihm einen kleinen Denkzettel zu verpassen? Das könnte durchaus sein, weil ich es auf den Tod nicht ausstehen kann, wenn bei mir jemand über den Zaun klettert und dann auch noch meinen Chef erpressen will. Sondern schauen Sie, dass Sie verschwinden, weil das hier ist Privatgelände. Der Herr hat Hausverbot. Es sei denn, Sie kommen mit was Schriftlichem wieder, so mit Stempel und Unterschrift. Und soviel ich weiß, sind Sie gar nicht mehr bei der Polizei, oder? Dann wäre ich an Ihrer Stelle ein bisschen vorsichtiger. Rufen Sie mir ein Taxi. Bist du noch zu retten, Renate? Mensch, wie siehst denn du aus? Reg dich ab, mich hat keiner gesehen. Und woher weißt du, wo ich bin? Der Papagei vom König. Das weiß doch jeder, dass der einen Vogel hat. Ich wollte ja nur sehen, wie es dir geht. Bescheiden. In diesem Haus gibt's ja nichts Gescheites zum Essen. Ich habe versucht, einen Pfannkuchen. Oh, Scheiße. Aber ohne Eier. Hör auf zu jammern. Du bist da selber schuld. Ich habe die ganze Sache in die Hand genommen. Heute Abend kriege ich die 50.000. Und dann hauen wir ab. Was? Vielleicht kann ich sogar noch mehr kriegen. Wenn ich ihnen verrate, wo du bist. Renate! Bis die hier sind, bist du längst weg. Ich habe alles ganz genau organisiert, Horst. Du bist mein Untergang, Renate. Entweder oder. Ich habe dieses Bratkartoffelverhältnis endgültig satt. Das steht mir bis hier oben. Bratkartoffelverhältnis? Entweder du kommst mit oder ich gehe allein. Das ist Erpressung, Renate. Ich liebe dich. Das weißt du. Dann beweis es. Heute Abend um 7 bei mir. Wenn du mich liebst, bist du da. Ciao. Legen Sie auf. Na los, Frau Wörz, das bringt doch nichts. Herr Hoffmann erwartet meinen Rückruf. Herr Hoffmann ist verhindert. So bin ich ja da. Geben Sie her. Frau Wörz, das mit den 50.000, das wird nichts. Nicht mehr, das hätte der Herr Girke sich früher überlegen müssen. Ich schreie. Schwarze Schafe, weiße Westen. Sehr sinnig. Nützt Ihnen gar nichts. Ist alles im Computer gespeichert.
glaube ich Ihnen zwar nicht, weil Ihr Papier sonst keine Pfennig wert wäre, aber... Nur zur Sicherheit. Und um Ihnen klarzumachen, dass ich überhaupt kein Verständnis dafür aufbringe, wenn jemand versucht, meine Firma in den Dreck zu ziehen oder meinen Chef zu erpressen. Ist das klar? Wein, Weib und Gesang. Weib und Gesang von mir aus. Aber Wein? Sind Sie da sicher? Ich könnte auch sagen, Dresdner Schnaps. Die blinde Fiedler und muntere Weisen unserer Feuerwehrkapelle. Was schaust du denn so? Der Werner Gellert hat den ganzen Abend mit der Frau vom Fiedler getanzt. So eng, dass ein 5-Mark-Stück dazwischen geklemmt seine Prägung verloren hätte. Herr Dr. Pröttl, bitte, ja? Der Werner war immerhin ein Vereinskamerad von mir. Ja, Entschuldigung. Aber in meinem Beruf ist Galgenhumor das einzige Mittel gegen Depressionen. Oder wie soll ich sonst damit fertig werden, dass zwei lebenslustige junge Menschen sich mit Alkohol volllaufen lassen, auf dem Heimweg übereinander herfallen, auf einem stillen Waldweg oder so ähnlich, ne? Und du hast alles unter deinem Mikroskop mit angesehen oder so ähnlich. Was interessiert denn dich das? Herr Dr. Pröttl, ich muss jetzt wissen, ob das ein Unfall war oder ein Mord. Wenn der Werner wirklich nichts getrunken hatte, wieso hat ihm dann einer eine Flasche ins Auto gelegt und ihn mit Schnaps übergossen? Und wenn es Mord war, besteht ja auch die Möglichkeit, dass es mit Gierke zu tun hat. Oder mit dem Verschwenden seiner Kamera. Mit Gierke? Sag bloß, dass du auf seine Geschichte reingefallen bist. Ach, was weißt du denn? Mehr als mir lieb ist. Ich dürfte ihn verarzten nach der Schlägerei. Also nochmal von vorne. Hast du den Blutalkohol untersucht, ja oder nein? Na gut. Nehmen Sie Platz, meine Herren, bevor ihr alles zweimal erzählen müsst. Da können Sie mal auch beim Diktieren zuhören. Obduktionsbericht. Werner Gellert, 28, männlich. Anschrift etc. entnehmen Sie seinen Personalpapieren. Ja. Ach, Ingrid. Ja, der ist da. Moment. Ich geb dann. Seit wann seid ihr per Du? Seit gestern Nacht. Was gibt's, Frau Dorn? Gierke sucht überall nach dir. Aber jemand hat bei dir eingebrochen. Wie? Ja. Sein Kamerakoffer ist verschwunden und er ist völlig aufgelöst. Und weg kann er auch nicht, weil der Schlüssel von seinem Wagen weg ist. Rufen Sie ihn an. Sie? Sagen Sie ihm, er soll bleiben, wo er ist. Ich komme, sobald ich hier fertig bin. Seit wann sind wir per Sie? Seit Sie mit Pröttl bei Du sind. Na, sieh mal einer an. Das haben wir gerne. Wärst du halt mit mir auf den Ball gegangen, hm? Der Eugen, der war... Hallo, Hannes? Du rufst vagen Verdacht hin. Also wirklich, Herr König. Vager Verdacht? Wir haben ein Foto, Hübner. Da kann doch jeder drauf sein. Wie kommen Sie ausgerechnet auf den Fiedler? Wer sonst würde sich die Mühe machen, einem armen Feuerwehrmann, der nachweislich keinen Tropfen Alkohol im Blut hatte, eine über den Schädel zu hauen? Außer dem Ehemann von der hübschen Frau Fiedler. Ja? Irgendwelche anderen vagen Vorschläge? Und ich weiß in den Besen, dass er sich ein tolles Alibi besorgt hat, der Herr Vertreter. Ja? Hübner, Kriminalpolizei. Und das hier ist der Herr... König. Guten Tag, Frau Fiedler. Grüß Gott. Könnten wir kurz Ihren Mann sprechen? Er ist nicht da. Um was handelt es sich? Wo können wir ihn erreichen? Es ist dringend. Er ist seit gestern auf Geschäftsreise in Augsburg. Versuchen Sie es morgen wieder. Frau Fiedler, ich war gestern auch auf dem Ball. Sie haben den ganzen Abend, das heißt bis ca. 22, 23 Uhr mit dem Werner Gellert getanzt. Und? Ist es verboten? Mein Mann und ich sind zwar keine Mitglieder, aber der Herr Gellert hat gemeint, das ist kein Problem. Und da ich nichts anderes vorgehabt habe und mein Mann unterwegs Frau war... Frau Fiedler, Werner Gellert ist tot. Bitte. Jemand hat versucht, es wie ein Unfall aussehen zu lassen. Als ob er im Vollrausch aus der Kurve geflogen wäre. Werner trinkt nicht. Eben. Bremsspuren gibt's auch keine. Frau Fiedler, bitte. Was ist passiert? So um 10 oder 11 Uhr gestern Nacht. Werner, Herr Gellert hat mich nach Hause gefahren. Das, mehr weiß ich nicht. Frau Fiedler, hört der ihn? Polizei? Erinnern Sie sich nicht mehr? Wir haben uns getroffen heute Morgen im Fotoladen, als Sie den Film aus Gürkes Kamera abholen wollten. Er hat sie nämlich verewigt auf dem Ball, wo Sie Ihre Frau
in Flagranti erwischen wollten. Das ist doch völliger Blödsinn. Ich komme gerade von der Autobahn, ich war in Augsburg. Dann müssen Sie einen Zwillingsbruder haben, Herr Fiedler. Weil hier auf dem Foto, das nachweislich gestern auf dem Feuerwehrball... Was meinen Sie, Frau Fiedler? Ist das Ihr Mann, der Ihnen da beim Tanzen zuschaut, hinter der Kapelle? Sieglindel, lächerlich. Na, Frau Fiedler? Sei still, du musst nicht antworten. Herr Fiedler, Sie waren blind vor lauter Eifersucht. Sie sind den beiden nachgefahren, konnten aber erst zuschlagen, als Werner Ihre Frau nach Hause gebracht hatte. Wo haben Sie ihn eigentlich niedergeschlagen? Schon hier? Oder erst vor seinem Haus, als er ahnungslos ausstieg? Ich würde sagen, er hat ihn unterwegs überholt und zum Halten gezwungen. Und als Gellert wieder einsteigen wollte? Hat ihm eins mit dem Wagenheber verpasst, als er sich abwandte. Und dann haben Sie ihn wieder hinter das Steuer seines Wagens gesetzt. Und damit der Unfall noch echter wirkt, haben Sie ihn mit Alkohol übergossen. Sie wollten es perfekt machen. Aber genau das hat Sie verraten, Herr Fiedler. Werner war Antialkoholiker. Herr König? Sieglindel, du glaubst doch nicht, dass das stimmt. Herr Fiedler, ich muss Sie bitten, mitzukommen. Sie sind vorläufig festgenommen. Und Sie kommen bitte mit aufs Präsidium. Sieglindel, ich habe es doch für uns getan. Au. Gott, haben Sie mich erschreckt. Was passiert? Zosche, er hat Renate terrorisiert. Wir fahren nach Teneriffa, bis sich der ganze Wirbel gelegt hat. Ja, ich wollte nur sagen, Sie können Ihre Autoschlüssel auf dem Präsidium abholen. Und Ihre Kamera und den Koffer auch. Und hier, die Fotos. Ich krieg noch 32 Mark von Ihnen, bei Gelegenheit. Auf dem Präsidium? Sie haben Zosche verhaftet? Nein, Fiedler. Aber das können Sie alles selber recherchieren. Und schicken Sie mir eine Postkarte aus Teneriffa, von der Costa Nostra. Costa Nostra. Sehr witzig. Ich weiß, wer Ihre Cinderella ist, Herr Hübner. Nein, das werde ich nicht. Sie werden sich den gläsernen Schuh schon selber bei mir abholen müssen. Ja, heute nur. Weil Sie mir helfen werden, den Saustall, den Girge mir hier hinterlassen hat, mit aufzuräumen. Halt, und noch was. Bringen Sie was zum Essen mit. Vom Schober. Weil ich einen Brief bekommen habe von einer Dame, die sehr enttäuscht ist, dass Sie gestern auf dem Ball zu betrunken waren, um ihr ein Interview zu geben zum Thema kriminelle Energie. So, und jetzt beeilen Sie sich. Ich habe Hunger.